Da kommt jemand. Vielleicht der Käufer. Der Käufer kommt doch nicht hierher. Das ist eine Frau. Und was macht die hier? Keine Ahnung, aber... Was aber? Ich hab die schon mal irgendwo gesehen. Nur wo? Was siehst du denn? Sie steht mit dem Rücken zu uns. Ich kram in ihrer Handtasche, keine Ahnung, was sie macht. Sollen wir mich hier eine SMS schreiben? Nein. Das ist viel zu gefährlich, die könnten was mitbekommen. Was willst du jetzt machen? Abwarten. Also, so bedrohlich sieht sie auch nicht aus. Okay, Jungs. Macht euch fertig. Packt alles zusammen und dann los. Wir haben nicht mehr viel Zeit bis zur Übergabe. Und der Käufer, der wird nicht ewig auf uns warten. Mensch, Pavel, wo ist denn dein Bruder schon wieder? Na, im Keller. Er holt noch die restliche Ware von den anderen Brüchen. Du hast ihn selber runtergeschickt. Mein Gott, das kann doch nicht so lange dauern. Ich muss noch mal aufs Klo. Zu viel getrunken. Ey, Moment. Du warst das doch gerade? Eben. Wir müssen los. Philipp! Tja, mich hast du wohl nicht erwartet. Lana, was machst du denn hier? Jetzt weiß ich, woher ich die Frau kenne. Wir müssen sofort Alex informieren. Verdammt, Wesi, Kleiner, soll ich sie abknallen? Das würde ich lieber nicht machen. Ich habe hier nämlich eine kleine Lebensversicherung. Ach, und was soll das sein? Das Gerät misst meinen Herzschlag. Wenn also jemand von euch auf mich schießt, meinen Puls aussetzt, tja, dann wird ein Signal gesendet. Ach ja, und wohin sendest du das Signal? An eine Sprengladung. Eine Bombe? Ja, richtig, eine Bombe. Und an diese Bombe ist deine kleine Frau angeschlossen. Du blöffst doch. Warum ziehst du meine Frau damit rein, du dreckiges Miststück? Warum? Habe ich das nicht gerade erklärt? Hier, ich brauche eine Lebensversicherung. Nicht, dass einer von euch Helden hier versucht, mich umzubringen. So, und jetzt alle Waffen hier rüber, sofort. Los! Also, es geht doch. Und wofür? Warum das alles? Was willst du von mir? Warum? Wieso? Was willst du von mir? Kannst du es nicht denken? 7 Jahre saß ich in dem Scheißknast in Moskau fest wegen dir. 7 Jahre! Ich habe unsere Strafe abgesessen! Erinnerst du dich? Damals in der Villa. Du hast doch dafür gesorgt, dass ich nicht rauskam aus dem Haus. Verdammte Scheiße, Lana. Jetzt will ich das, was mir zusteht. Ich weiß, dass ihr gestern Abend das Museum überfallen habt. Ich will den Smaragd. Hast du in unseren Akten was rausbekommen über die Frau? Allerdings, und zwar in der Akte von Gernot Lehmann, dem Chef der Bande. Lana Berger heißt die Frau. Sie war mit ihm vor 7 Jahren in Moskau. Da wurden von den beiden Fotos gemacht. Ja, ich erinnere mich wieder an die Fotos. Aber was hat das Ganze mit unserem Fall zu tun? Die russischen Kollegen hatten damals vermutet, dass der Lehmann einen großen Einbruch plant. Und deshalb haben sie ihn observiert. Und dann? Naja, und dann wurde die Observation abgebrochen nach ein paar Tagen, weil nichts passiert ist. Und nur einen Tag später wurde die Villa eines Millionärs ausgeräumt. Und die Lana Berger wurde am Tatort gefasst. Allerdings ohne Beute. Ja, ganz genau. Ich kann mich wieder daran erinnern. Diese Lana Berger hat damals ausgesagt, dass Gernot Lehmann sie zu diesem Coup überredet hat. Er war der Anführer, aber ihm konnte man nie irgendwas nachweisen. Ja, wahrscheinlich ist er einfach abgehauen und hat seine Komplizin zurückgelassen. Dann hat er sich ein Alibi besorgt und von der Beute fehlt bis heute jede Spur. Glaubt ihr, die beiden machen wieder gemeinsame Sache? Dass die mit dem Deal hier was zu tun hat, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Der Lehmann hat die damals sitzen gelassen. Die war Anfang 20 und saß dann jahrelang im Knast. Ich glaube, die will sich rächen. So, und ihr geht jetzt alle darüber. Los, rüber!
Gib mir den Smaragd. Da hast du das Scheißding. Aber jetzt lass meine Frau laufen. Nicht so schnell. Da ist er also. Mensch, Lana, du hast jetzt, was du wolltest. Schalt endlich dieses Ding ab und lass meine Frau gehen. Ein Scheißdreck muss ich, Gernot. Sag du mir nicht, was ich zu tun habe. Philipp, nein! Wir müssen da rein. Warte, Robert, warte. Da drin sind mindestens 3 bewaffnete Männer. Denk an Michael. Ich denke auch an Michael. Wir rufen jetzt erstmal Verstärkung. Wir kennen die Örtlichkeit überhaupt nicht. Michael ist da drin besser aufgehoben, glaub mir. Eine SMS von Michael. Philipp! 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 Scheiße. Philipp, sag doch was. Sag doch was, Philipp. Wir müssen die Blutung irgendwie stoppen. Nein, Scheiße. Nein! Das ist deine Schuld, Gernot. Er hätte nicht sterben müssen. Du hast deine Leute offenbar nicht unter Kontrolle. Du bist total irre! Irre? Stell dir doch mal vor, er hätte mich erstochen, ja? Dann wäre deine kleine Frau jetzt tot. Soll es mir dankbar sein, dass ich ihn erschossen habe. So, und jetzt will ich den Rest der Beute sehen. Los, da drüben in die Ecke, los! Wird's heute noch was? Rüber mit dir! Da ist der Rest. Philipp. Philipp hatte schon angefangen, sie einzupacken. Na gut. Du da, Glatzkopf. Heb die auf, stell sie rauf, zeig mir, was drin ist. Komm bloß nicht auf irgendwelche Ideen, ja? Hast ja gesehen, zu was ich fähig bin. Rüber. Geh wieder zurück, Glatzkopf. Entspann dich, Schnucki, ja? Das ist alles? Ja. Mensch, Gernot, ich bin enttäuscht von dir. Früher hattest du mehr drauf. Aber früher war ich auch noch jung und leicht zu beeindrucken. Du weißt ja gar nicht, was das Zeug da wert ist. Aber scheißegal. Nimm den Krempel, aber lass endlich meine Frau laufen! Nicht so schnell. Lana Berger hat die Frau vom Bandenchef entführt und droht, sie in die Luft zu jagen. Das hat Michael auf jeden Fall Gerrit per SMS geschrieben. Herr Nasemann konnte also nicht herausfinden, wo die Frau versteckt gehalten wird. Nein, aber Robert und Gerrit haben sich das Auto der Frau angesehen und darin eine Wegbeschreibung in ein Industriegebiet gefunden. SEK und Bombeneinsatzkommando haben sie informiert. Habe ich doch schon gemacht, Herr Kikitazen. Was mit den Kollegen Grass und Ritter? Naja, die beiden warten jetzt auf eine weitere Gruppe vom SEK und halten so lange die Stellung vom Haus. Wollt ihr mich verarschen? Was soll das? Das ist kein Smaragd. Das ist eine Fälschung. Das ist der Smaragd. Wo ist der echte Stein? Das ist er! Er hat recht. Das ist der Stein, den wir gestohlen haben. Er hat dich gefragt, Glatzkopf. Du weißt, dass ich mich nicht täusche, Gernot. Deshalb wolltest du mich damals schon für den Job in Moskau. Dieser Stein, der ist so wertlos wie dein armseliges Leben. Das kann nicht sein. Das ist der echte Stein. Wo ist der echte Stein? Das ist er! Hey, das bringt doch nichts. Wer hat dich ge... Halt! Scheiße, sie darf nicht sterben. Was hast du getan, Babel? Sie hat meinen Bruder ermordet. Schon. Wir brauchen einen Notarzt. Lana, du darfst nicht sterben. Ihr Puls wird immer schwächer. Ihr Herz schlägt immer langsamer. Meine Frau,
Du hast sie auf dem Gewissen. Hey, hey, ganz ruhig, ja? Du mieses Schwein. Ich wusste, dass du nicht. Ich hab meinen Bruder umgebracht. Was interessiert mich, deine blöde Frau? Dafür wirst du bluten. Aufhören, hey! Stopp! Was soll der Scheiß? Freue mich, euch zu sehen. Was ist mit der entführten Frau? Du, die hörst du zu! Mann, ich wusste das! Die Kollegen konnten sie befreien, bevor die Bombe explodiert ist. Es wurde niemand verletzt. Juliette lebt? Gott sei Dank. Ja, aber sie wird wohl erstmal alleine nach Hawaii reisen müssen. Und wenn sie nicht das ganze Leben ohne sie verbringen soll, dann sollten sie mit uns zusammenarbeiten. Bei einer fingierten Übergabe des Diebesgutes konnte der Auftraggeber festgenommen werden. Dragan Sorokin wurde wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei und Anstiftung zum schweren Bandendiebstahl zu 10 Jahren Haft verurteilt. Gernot Lehmann wurde aufgrund seiner Mitwirkung bei dem Ergreifen sämtlicher Hintermänner wegen mehrfachen schweren Bandendiebstahls zu lediglich 4 Jahren Haft verurteilt. Pavel Volkov wurde wegen Totschlags und schweren Bandendiebstahls zu 13 Jahren Haft verurteilt.